So, was haben wir bis jetzt gelernt? Wir haben sowohl kommerzielle als auch Forschungsprothesen, Handy kennengelernt und wir haben unterschiedliche Aspekte bzw. Strategien zur Steuerung von myoelektrischen Prothesen, Händen. Und heute wollen wir das Thema Prothesenhandy zunächst mal abschließen und wir wollen schauen, welche Strategien zum semiautonomen Greifen mit Prothesenhänden hier existieren. Das heißt, Strategien, die den Benutzer entlasten und die gewisse Autonomie der Handprothese ermöglichen, dass die Handprothese beispielsweise Grifftyp bzw. Griffform, Kräfte, die vielleicht auf dem Objekt ausgeübt werden sollen, automatisch selektiert, ohne dass der Benutzer hier mit unterschiedlichen Kokontraktionen oder Kontraktionsstrategien von Muskelgruppen hier eingreifen muss. Und dann werden wir das Kapitel abschließen hier mit den Beinprothesen. Aber zunächst mal zu semiautonomen Greifen. Und ich will hier ein Beispiel, zunächst mal eine Arbeit hier von einer Gruppe von Dario Farina, die hier Stereo Vision und Augmented Reality kombinieren, um diese Unterstützungsfunktionen für Prothesenträger zur Verfügung zu stellen. Und wie man sieht hier, das System besteht aus einem semi-autonomen Controller. Das heißt, er ist verantwortlich für das Pre-Shaping der Hand. Das heißt, einmal die Auswahl vom Grifftyp, aber auch von der Position der Hand, aber natürlich auch von den Funktionen der Hand schließen bzw. Hand aufmachen. Dann eine AR-Brille integriert mit einem integrierten Stereokamerasystem. Da sieht man hier diese Brille, diese AR-Brille mit zwei Kameras hier, die ein Stereokamerasystem hier bilden, sodass man hier diese Ansicht der Szene bekommt. Und dann zwei Kanal Myoelectric Interface. Das heißt, wir haben hier zwei Elektroden, also Elektroden auf dem Extensor und Flexor hier, um die Hand, um diese Signale für die Steuerung der Hand basierend auf Muskelaktivitäten zu generieren. Und dann die Smart Hand als Beispiel hier, die wir da kennengelernt haben, die ermöglicht hier die Ausführung von vier unterschiedlichen Griffen. Und die wird hier in dieser Arbeit bzw. in dieser Studie hier verwendet. So, eine neuere Version von dem System verwendet auch eine RGBD-Kamera und eine RGBD-Kamera statt ein Stereokamerasystem, was in der AR-Brille integriert ist und ein Inertialsensor, was auf der Prothese angebracht ist. Und wie sieht das Ganze aus? Das heißt, man sieht hier, wir haben die Schnittstelle zum menschlichen Körper, wir haben den Mensch, der auf die Szene guckt und dann die Objekte wahrnimmt hier. Natürlich die Interpretation der Szene, also welche Objekte dort vorhanden sind, welche Grifftypen sind mit diesen Objekten oder können mit diesen Objekten assoziiert werden und was für eine passende Öffnung der Hand, also diese Größe der Öffnung der Hand kann für einen bestimmten Griff auf ein bestimmtes Objekt hier ausgewählt werden. Das sind also die Vorschläge, die dieses Steuerungssystem realisieren soll. Und das Steuerungssystem ist realisiert als ein Zustandsautomat oder eine Zustandsmaschine, wo die Transitionen zwischen den unterschiedlichen Zuständen mithilfe von myoelektrischen Signalen, also von dieser myoelektrischen Schnittstelle generiert werden. Und da sieht man hier, da hat man hier einmal Flexion und Extension. Bewegungen der Hand mit den entsprechenden Muskeln, die natürlich davor verantwortlich sind, wo die EMG-Elektroden angebracht ist. Und man hat nochmal die Unterscheidung zwischen eine starke
Flexion, Extension oder eine leichte oder einfache Flexion, Extension. Also Low und High, also dann High Extension und Low Extension und High Flexion und Low Flexion. Das heißt, die Kommandos, die von dem Benutzer generiert werden, das ist so ein 4-Bit-Code, ja. Und mit Hilfe von diesem 4-Bit-Code werden dann die Transitionen in diesem Zustandsautomaten oder in diesem Zustandsautomaten getriggert. So, der Benutzer beginnt damit an, dass er seine Sicht auf das Target-Objekt, auf das Zielobjekt richtet, ja. Und wenn dieses Objekt erkannt wird, das System bestätigt das, indem er das erkannte Objekt in dieser AR-Brille für den Benutzer projiziert. Aber da sieht man hier die Vorgehensweise, also das ist die Object Targeting Phase, also wo der Benutzer hier in Richtung Zielobjekt guckt und dann mit Low Extension oder High Extension kann man natürlich das implementieren oder realisieren, wie man will. Könnte man sagen, okay, das ist jetzt hier das Triggern von der Modellierung von dem Objekt, die Analyse der Szene bzw. des Objekts, welches Objekt, die Größe und welche Griffe bzw. Griffarten und Öffnung der Hand hierzu notwendig ist. Dann erfolgt natürlich hier dieses Pre-Shaping der Handprothese basierend auf dieser Information und wird das Ganze hier als Feedback in dieser Augmented Reality Brille dem Benutzer zur Verfügung gestellt. Entschuldigung. Wenn das okay ist, dann wird natürlich die Prothese geschlossen. Sobald sie in der Nähe von dem Objekt ist, wird das Objekt manipuliert und dann wiederum, hier haben wir Low Extension oder High Extension. Mit hier High Flexion schließen wir die Prothese und dann mit einer nachfolgenden Extension, also die auch wiederum Low oder High sein kann, hier macht man die Prothese auf und fängt man neu an. Aber auch der Benutzer kann natürlich bestimmte Vorschläge abwählen. Das heißt, wenn er hier statt eine High Flexion für das Schließen der Prothese generiert, kann er eine High Extension generieren, um zu sagen, nee, das passt nicht, geh mal nochmal von vorne an und komm mal mit einem besseren Vorschlag. So, das heißt, das System analysiert die Szene, geometrische Modelle und Eigenschaften von dem Zielobjekt werden extrahiert, das heißt Greiftyp bzw. Größe der Öffnung der Hand, ein Pre-Shaping der Hand erfolgt, die selektierten Griffe, die werden präsentiert für den Benutzer als Icon in der AR-Brille. Und auch die Öffnung der Hand wird auch als so ein Box bzw. als ein grafisches Element neben dem Objekt dargestellt. Und der Benutzer, wie ich bereits erwähnt habe, kann diese Öffnung zum Beispiel der Hand adaptieren, also anpassen auf die Größe von dem Objekt bzw. den kompletten Erkennungsprozess und Auswahl von einem Griff neu starten. Und da sieht man, wie das hier aussieht. Das heißt, der Benutzer guckt hier auf das Objekt. Wie man sieht, die visuelle Information, Interpretation hier, das wäre jetzt ein zylindrischer Griff, was mit diesem Objekt assoziiert oder was vorgeschlagen wird. Und das wäre jetzt die Öffnung der Hand, die notwendig ist, um das, also die Größe von diesem Balken hier, wäre die Öffnung, die Öffnung der Hand, die notwendig ist, um das Objekt zu greifen. Und dann, wie man sieht hier, dann anschließend der Benutzer führt die Hand zum Objekt und dann triggert durch eine starke Flexion hier das Schließen und somit den Beginn der Manipulation, zum Beispiel Transport von dem Objekt. Also wenn man das Ganze hier zusammenfasst, haben wir natürlich die Akquisition von den Muskelaktivitäten über die EMG-Sensoren, dann natürlich die Schnittstellen
von diesem 4-Bit-Code, was man aus den zwei Kanälen, EMG-Kanälen bekommt hier als Eingang für diese State-Machine, ja, also die triggert die Transition im State-Machine. Und natürlich am anderen Ende hier die Handprothese, die dann basierend auf Informationen, die von der Bildverarbeitung kommt, zunächst mal die 3D-Modelle der Objekte, der vorgeschlagene Griff und Konfiguration, also Öffnung der Hand. Und dann natürlich hier muss diese Information hier zu der Prothese weitergeleitet werden, um diese Aktionen auszuführen. Und von der Bildverarbeitung oder von diesem Bildverarbeitungsmodul wird die Information auch in der AR-Brille projiziert. Das heißt, das erkannte Objekt bzw. der vorgeschlagene Griff mit der Öffnung der Hand. So, wenn man solche Systeme entwickelt, dann muss man schauen, ob das tatsächlich was bringt. Das heißt, ob die Einbindung von semi-autonomen Funktionalitäten hier zu einer Entlastung oder Verbesserung, also einmal natürlich Entlastung des Benutzers und einmal Verbesserung der Erfolgsrate beim Greifen von Objekten mit Handprothesen. Und da hat man hier Experimente durchgeführt, also mit 13 gesunden Personen. Also man sieht hier auf dem Bild, dass diese Handprothese von einer Person mit einem Arm, deshalb gibt es hier diesen Schaft, das heißt, die Hand ist angebracht tatsächlich an einem gesunden Arm mit Hand. Und noch nicht so die amputierten Anwender, die diese Experimente mit der Prothese durchgeführt haben. Und das waren hier 13. Die haben diese Experimente mit der Smart Hand durchgeführt. Das war eine einfache Aufgabe. Man soll hier ein Objekt zu einem Objekt an der Position B mit der Hand hinfahren oder hingehen, das Objekt greifen, transportieren und auf die Position C, also 50 cm lang, transportieren und dann das Objekt hier loslassen. Es wurden insgesamt über 1500 Wiederholungen mit 20 Objekten durchgeführt und insgesamt hat man vier unterschiedliche Kontrollstrategien evaluiert. Einmal die autonome Steuerung, also dass tatsächlich die Handprothese alles macht, aber auch mit Augmented Reality Feedback. Und die Benutzer, die dürfen überhaupt keine Korrekturen der Entscheidungen dieser autonomen Steuerung durchführen. Auf der anderen Seite oder der zweite Kontrollmodus war eine semi-autonome Steuerung mit Augmented Reality Feedback, aber wo die Benutzer in der Lage waren, Korrekturen durchzuführen, zum Beispiel Griffe abzuwählen oder die Öffnung der Hand anzupassen. Die dritte Kontrollstrategie, die hier untersucht wurde, war eine semi-autonome Steuerung mit AR-Feedback und mit zufälligen Fehlern. Ja? Das heißt, man hat hier tatsächlich absichtlich Fehler in das System eingebracht, also nicht nur als eine Art Rauschen. Und zwar diese Fehler waren der Objektlokalisierung oder Objekterkennung hinzugefügt. Das heißt, man hat Fehler hier zu dem Vision-System, zu dem visuellen System hinzugefügt, um zu sehen, wie Benutzer bzw. wie die komplette Steuerung damit umgehen kann. Und als viertes eine semi-autonome Steuerung ohne Augmented Reality Feedback, aber auch mit den gleichen Fehlern, also zufällige Fehler, die man also in das Vision-Modul bzw. Vision-System einprogrammiert hat. Also es waren so 2 bis 5 cm Abweichungen von der richtigen Position bzw. der geschätzten Öffnung der Hand, die notwendig ist, um das Objekt zu greifen. Und
Die Ergebnisse, die rausgekommen sind, die sind hier dargestellt. Einmal hat man eine korrekte Klassifikation von den Objekten, von der Öffnung der Hand und vom Greiftyp, wie man sieht, hier in 90%, 91%, beziehungsweise die Bestimmung der Öffnung der Hand in 84%. Dass man dem Nutzer ermöglicht oder erlaubt, Korrekturen durchzuführen, hat dazu geführt, dass man hier eine Performance-Steigerung, dass man eine Performance-Steigerung hat. Und da sieht man hier die unterschiedlichen Modi, einmal vor autonom mit Augmented Reality Feedback und einmal in rosa hier semi-autonom mit AR-Feedback und in hellgrün hier die Korrekturen, die durchgeführt wurden für die Öffnung der Hand, für die Auswahl von einem Grifftyp und für das Pre-Shaping der Hand. Und man sieht hier, dass diese Korrekturen oder dass die Möglichkeit, dass die Benutzer Korrekturen durchführen können, natürlich zu einer Verbesserung der Erfolgsrate hier führt. Ja. Die Zeit, die notwendig war im Durchschnitt, um die Aufgaben zu führen, kann man sich vorstellen, hier bei autonomer Steuerung 2,7 Sekunden. Während bei semi-autonom mit AR-Feedback 3,47 Sekunden. Und da sieht man hier die taskspezifische Performance. Ja? Also hier das die Performance der Greifstrategie und hier im Hinblick auf der Aufgabe. Das heißt, hier wurde in dem Modus hier wurden die Aufgaben in 73% korrekt durchgeführt. Hier 17% der Fehler bestanden oder hatten die Ursache, dass man hier einen Fehler in der Greifsteuerung, also in der realisierten Steuerung hat. Und 10% in Rot hier, das sind Fehler, die auf die Ausführung von den Griffen, also letztendlich eigentlich die Hardware, also die Prothese, zurückzuführen sind. Im anderen Fall mit der semi-autonomen Steuerung und Augmented Reality Feedback sieht man, dass natürlich, dass hier die Greifsteuerung, Entschuldigung, diese Greifsteuerung hat nicht die Ursache, dass die Hardware nicht funktioniert, sondern der gesamte Greifprozess. Das sind hier 3%, wo der Benutzer natürlich hier durch die Korrekturen vieles verbessern kann, wie Auswahl vom Griff bzw. Öffnung der Hand. Und dann die Fehlerrate von der myoelektrischen Steuerung oder von der Steuerung selber, die ist gleich, wie man sieht, hier ungefähr 17 bzw. 16%. So, die anderen Varianten, also wo man jetzt hier semi-autonome Steuerung mit Feedback und Random Errors beziehungsweise semi-autonome Steuerung und kein AR, nur visuelle Informationen und zufällige Fehler, Random Error, da hat man natürlich hier viel Korrekturmöglichkeiten als Benutzer. Und da sieht man hier, dass die Erfolgsraten ähnlich sind zu den beiden anderen Modi. Die Zeit, die hier notwendig ist, um die Aufgaben durchzuführen, die sind ein bisschen länger oder größer, also 5,2 und 5,9 Sekunden. Das heißt, man hat hier statistisch keine Differenz zwischen den unterschiedlichen Modi, ob man jetzt Augmented Reality Informationen dem Benutzer zur Verfügung stellt oder Stereoinformationen beziehungsweise die menschlichen Augen selber. Das bedeutet allerdings auch, dass tatsächlich die Nutzer dieses Augmented Reality Feedback auch ganz gut nutzen könnten, um diese Korrekturstrategien durchzuführen. Also man sieht hier auch die Erfolgsraten, die sind hier viel, viel höher als vorher. Und die Korrekturmöglichkeiten, die man hat, oder die kommen dadurch zustande, dass man natürlich mehr Korrekturmöglichkeiten
hat. Die Fehler, die hier für die Ausführung der Griffe durch diese größeren Möglichkeiten, vielfältigeren Möglichkeiten der Intervention, die sind auch kleiner geworden, also nur 2% in dieser Studie. So, das heißt, es bringt viel, dass man hier intelligente Funktionalitäten in so eine Handprothese integriert, um die Belastung des Benutzers zu reduzieren, kognitive Belastung zu reduzieren, muss ich nicht überlegen, was muss ich jetzt machen, wie kontrahieren, Low, High, Flexion, Extension. Und auf der anderen Seite natürlich, um die Erfolgsrate bei der Ausführung von Griffen zu erhöhen. Wir arbeiten auch hier stark auf dem Thema, und zwar unsere Motivation ist dieses Wissen, was wir über das Greifen in der Robotik, in der humanoiden Robotik haben, insbesondere bildbasiertes Greifen auf die Prothesen zu übertragen. Und hier eine aktuelle Arbeit, wo wir Objektklassifikation und Segmentierung in einer Szene basierend auf visueller Information, die von der Hand selbst kommt, also keine Brille keine getragene Brille durch den Probanden, sondern eine Kamera, die in der Prothesenhand integriert ist, für die Objekterkennung von alltäglichen Objekten mit Hilfe von einem tiefen neuronalen Netz, dessen Architektur mit Hilfe von evolutionären Algorithmen optimiert wurde, damit man das auf ressourcenlimitierte eingebettete Systeme realisieren kann oder implementieren kann. Das Ganze läuft tatsächlich auf dem Onboard eingebetteten System der Prothesenhand. Und wenn diese Objekte erkannt sind als solche, wie Hammer, Colafläche, Banane und ähnliches, dann können natürlich Griffe hier vorgeschlagen werden. Und da wir auch die dynamischen Informationen der Objekte, zum Beispiel wie schwer eine volle Fläche ist, beziehungsweise eine Box oder ein Hammer ist, kann man natürlich diese Informationen berücksichtigen, um die Greifkräfte bei den selektierten Griffen auch sogar autonom zu wählen. Und mit Hilfe von diesem System ist es möglich, hatte ich mehrmals in der Vorlesung hier erwähnt, man sieht hier, der Benutzer, der triggert jetzt die Objekterkennung und die Hand automatisch wählt diesen Griff hier für die Banane und führt auch den Schließvorgang automatisch durch, wenn die Abstandsinformation, die mithilfe von einem tiefen Sensor, Time-of-Flight-Sensor, was in die Handprothese integriert ist, also wenn der Abstand klein genug ist oder passend für das Greifen, dann wird die Hand automatisch geschlossen. Das heißt, wir haben als Single-Input-Kanal, also wir brauchen nur ein Signal eigentlich, was sagt ja, nein oder brauchen wir eigentlich nicht, weil die Hand würde das automatisch machen, basierend auf der visuellen Information oder Abstandsinformation der Objekte. Aber natürlich das Öffnen der Hand muss der Benutzer selber triggern, beziehungsweise der Beginn der visuellen Interpretation der Szene muss der Benutzer selber triggern. Und da sind wir sehr froh, dass es uns so gelungen ist, so ein einfaches System zu entwickeln, wo wir hoffen, dass wir hier eine weitere Reduktion der Belastung des Menschen und eine intuitive Steuerung oder eine mühelose Steuerung für die Nutzer erreichen können. So, wie sieht das Ganze aus? Das sieht so aus, dass man hier die unterschiedlichen Sensoren hat. Das ist die Elektronik, die eingebettete Elektronik hier. Das ist ein ARM-Mikrocontroller mit 2 Megabyte ROM und 1 Megabyte RAM mit 400 Megahertz getaktet. Das ist eine IMU, die auch die Orientierung der Hand immer kontrolliert, das heißt so, dass der Griff, der Seitengriff an der Fläche immer als Seitengriff
als Seitengriff da steht, egal unabhängig von Bewegungen des Armes des Nutzers, dann die Kamera, ein Distanzsensor, wie ich bereits erwähnt habe, und ein Display, was so als Feedback-Information für den Nutzer zur Verfügung stellt, zum Beispiel den ausgewählten Griff beziehungsweise das erkannte Objekt und den ausgewählten Griff. Zusätzlich habe ich bereits erwähnt mit dem IMU, der dafür sorgt, dass die Hand immer ausgerichtet ist, sodass der Top-Grasp oder der Seitengrasp ausgeführt wird. Dazu ist natürlich ein weiterer Motor hier notwendig in diesem Socket von der Hand, der dann diese Orientierung immer regelt. Das gesamte System sieht man hier, ist ein bisschen kompliziert, aber die Idee ist, dass man hier dieses Wissen über die Objekte hat. Natürlich hat man auch Wissen darüber, wie Menschen bestimmte Objekte greifen. Diese Griffi, die die Handprothese ausführt, die wurden alle aus Beobachtung des Menschen, also aus Daten, wo wir menschliche Demonstrationen vorgeführt haben und aus diesen menschlichen Griffen dann Griffe für die Handprothese generiert. Das heißt, die Objektdaten, die werden auch verwendet für die Objekterkennung, wenn wir das Objekt identifiziert haben. Natürlich der entsprechende Griff, beziehungsweise was der Benutzer will, dass er vielleicht dieses Objekt greifen will mit einem Top-Grasp oder mit einem Seitengriff. Das fließt alles hier in einem Klassifikationssystem, der dann tatsächlich die Intention dann von dem Benutzer bestimmt und dann den finalen Griff selektiert. Das bedeutet, die Trajektorien der einzelnen Finger, aber auch die Orientierung vom Handgelenk, um diese Ausrichtung der Hand an das zu greifende Objekt auszuführen. Und der Benutzer kriegt immer dieses Feedback über das Display auf der Handprothese und kann natürlich intervenieren und bestimmte Vorschläge von dem System oder Vorschläge des Systems annehmen bzw. ablehnen. So, das heißt, somit haben wir zwei Möglichkeiten oder zwei Arbeiten kennengelernt, mit denen man die semi-autonome Steuerung realisieren kann. Die Herausforderungen, die hier auf dem Gebiet noch bleiben und Gegenstand der Forschung bleiben werden, ist einmal, wie man diese kompletten Komponenten in so eine Handprothese integriert, also die Aktorik, die Batterie, die Motoren, die Steuerung selber, die Vielzahl von Sensoren bis hin zu Kameras, wie wir gesehen haben. Und zum Zweiten, wie kann man diese Mechatronik, die komplette Mechatronik der Hand, die Struktur der Hand personalisieren, also hoch und runter skalieren auf unterschiedliche Handgrößen, weibliche, männliche oder sogar Kinderprothesen. Die zweite Herausforderung ist diese vielseitige Steuerung, also eine effiziente und intuitive Steuerung aller Freiheitsgraden der Handprothese, ohne dass man jetzt eine Vielzahl von EMG-Sensoren, lange Trainingphasen für den Benutzer braucht. Das heißt, es soll eine einfache Steuerung ohne jetzt aufwendige Phasen des Trainings, aber mit einer großen Klassifikationsrate beziehungsweise mit einer sehr kleinen Fehlerrate bei der Ausführung der Griffen. Und was ganz zentral ist natürlich diese Schnittstelle zum Menschen, zum menschlichen Körper. Also wie kann man ein sehr robustes Dekodieren von den Biosignalen, wenn man jetzt hier mehrkanalige EMG-Systeme verwendet und auf der anderen Seite, wie kann man geeignetes Feedback dem Benutzer zur Verfügung stellen. Also im Sinne von visuelles Feedback, also welche Objekte erkannt, was war ein Grifftyp, welche Öffnung der Hand, beziehungsweise sogar haptisches Feedback, also dass der Benutzer spürt, wenn er ein Objekt berührt hat oder beziehungsweise spürt, wie stark er oder sie auf das Objekt hier drückt bei der Manipulation oder beim Greifen. Aber da
werden wir es dabei belassen. Das heißt, und somit das Thema auch abschließen zu Handprothesen. Das heißt, wir haben gesehen hier, es gibt unterschiedliche Levels der Aktivierung von Handprothesen, angefangen mit kosmetischen, mit körpergetriebenen bis hin zu den myoelektrischen Händen. Wir haben unterschiedliche Kontrollstrategien bzw. Möglichkeiten der Steuerung oder des Interfacing von Handprothesen zum menschlichen Körper mit Oberflächenelektroden, mit Targeted Muscle Reinnervation, EMG-Implantate, Nervenkontrolle bzw. auch EEG-basierte Steuerung, also Steuerung basierend auf Hirnaktivitäten. Wir haben Beispiele von kommerziellen, aber auch von Forschungshandprothesen kennengelernt und auch Beispiele für die Realisierung einer semi-autonomen Steuerung. Hier sind die Literaturangaben, die wir verwenden, wo die unterschiedlichen Papers nochmal aufgelistet sind, beziehungsweise die Bilder und die Abbildungen, also wo wir auch Bilder beziehungsweise Abbildungen hier verwendet haben. So, gehen wir dann zum letzten Teil von diesem Kapitel, und zwar das sind die Beinprothesen, und genauso wie bei den Handprothesen werden wir hier schauen, welche Typen von Handprothesen hier existieren. Wir werden hier speziell auch auf 3D gedruckte Sockets bzw. auch Beinprothesen und natürlich auch Beispiele dazu. So, und diese Beinprothesen, die lassen sich klassifizieren zunächst mal anhand des Levels der Aktivierung, also genauso wie bei Handprothesen, also Passivi zum Beispiel, Beinprothesen. Das sind Beinprothesen, die nicht aktiviert sind, die keine Motoren haben. Dann semi-aktiv, die haben die Möglichkeit oder eine Aktivierung, die es ermöglicht, dass man das Verhalten von der Prothese basierend auf der aktuellen Situation verbessert, aber nicht das Antreiben von bestimmten Gelenken. Also zum Beispiel Adaption von der Steifigkeit, ja, von bestimmten Gelenken. Und ganz aktiv, das heißt Prothesen, Beinprothesen, die mit Hilfe von Motoren tatsächlich angetrieben werden und wo natürlich externe Energieversorgung hier notwendig ist. Und wir wissen natürlich, dass wir im Sinne von Drehmomenten bzw. Leistung auch für die einzelnen Gelenken, je nachdem, was für eine Tätigkeit, was für ein Körpergewicht, was für eine Laufgeschwindigkeit wir haben. Man unterscheidet auch die Beinprothesen. Man unterscheidet die Beinprothesen auch anhand von der Amputation. Ja? Das heißt, es gibt Beinprothesen, wo die Amputation an der Hüfte ist, und dann ist das eine Hüftbeinprothese, oder Amputationen überhalb vom Knie. Das sind überall in diesem Bereich hier, wie man sieht. Dann Knieamputation, wo die Prothese dann vom Knie runtergeht, oder Amputation hier zwischen Knie und Sprunggelenk, beziehungsweise nur Fußamputationen. Und die passiven Prothesen, die sind also nicht aktuiert, keine Elektronik. Meistens ist es so ein Federmassensystem, was Energie speichert und Energie wiederverwendet, ja, um den Menschen beim Laufen zu unterstützen. Aber die erlauben natürlich keine Unterstützung, wenn es so um schwere Bewegungen wie Treppen hoch und runter gehen bzw. laufen auf unebenem Terrain. Und auch die erlauben keine Adaption an beispielsweise unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten, wo wir wissen, dass natürlich unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten zu unterschiedlichen Momenten und zu unterschiedlich großen Energien in den jeweiligen Gelenken führen. Das heißt, wir wissen, dass zum Beispiel positive Energie am Knie und Sprung ist notwendig, aber die ist nicht da, also die generiert, stellt die Prothese nicht zur Verfügung, weil sie keine Motoren haben.
Und der Benutzer muss natürlich diese Kompensationsbewegungen selber ausführen. Die semiaktiven Prothesen, die sind kontrolliert durch einen Mikroprozessor und wie ich bereits erwähnt habe, die können ihr Verhalten adaptieren oder das Verhalten von dieser Prothese kann rechnergestützt oder mikrocontrollergestützt hier adaptiert werden, um auf neue Situationen reagieren zu können. Und die Energiequelle, die man braucht, ist vorhanden, aber nur um den Dämpfungslevel zu adaptieren. Ja, also wie stark oder wie schwach muss eigentlich das Gelenk oder die Prothese gedämpft werden in bestimmten Situationen. Muss natürlich sich bedenken, dass man hier vor eine solche automatische Adaption von dem Dämpfungslevel eine Erkennung der aktuellen Situation benötigt. Das heißt, die Intention des Menschen, Erkennung, dass jetzt eine Treppe ist, das sind Steine und ähnliches, und dass man dazu eine stärkere bzw. höhere oder niedrigere Steifigkeit der jeweiligen Gelenke benötigt. Und das kann man machen, indem man beispielsweise Geschwindigkeit oder die aktuelle Phase von dem Benutzer hier identifiziert oder klassifiziert und dann unterschiedliche Charakteristiken wie zum Beispiel Dämpfung oder Reibung an dem prothetischen Gelenk hier anpasst. Natürlich nach wie vor hier sind nicht alle Probleme von einem natürlichen Laufverhalten gelöst. Gerade jetzt, wenn es um Treppen hoch und runtersteigen oder Laufen über schiefe Ebenen, da fehlt einfach die positive Nettoenergie, die man hierzu braucht, um das realisieren zu können. Die aktiven Beinprothesen, die werden natürlich durch Motoren angetrieben. Wir sehen hier ein Beispiel mit einem Brushless DC-Motor mit natürlich Getriebe und dann Momentenarme und Feder und verbindende Elemente und so weiter und so fort. Das heißt, ein Fuß, was komplett angetrieben wird von Motoren, die auch ihre Energie brauchen. Und natürlich mit entsprechender Steuerung oder Elektronik, die in der Lage ist, die Intention des Menschen zu erkennen, beziehungsweise den aktuellen Kontext zu erkennen, um eine Adaption der Bewegung zu realisieren. Und hier werden unterschiedliche Aktivierungsprinzipien, also von Elektromotoren, pneumatische, hydraulische Antriebskonzepte und Steuerungen, die ähnlich wie bei Handprothesen auf endliche Zustandsmaschinen oder Zustandsautomaten oder Steuerungen basierend auf EMG oder Steuerungen, die auf Central Pattern Generation basieren auch realisiert oder beziehungsweise findet man hier auch auf diesem Gebiet. Aber bevor wir hier dazu gehen, wollen wir uns kurz gucken, wie die Schnittstellen jetzt von diesen Prothesen zum menschlichen Körper. Natürlich geht es nicht nur hier darum, dass wir jetzt die elektrische Schnittstelle oder die EMG-Schnittstelle realisieren, sondern es geht hier wirklich um die mechanische Schnittstelle, weil das sind ja so eine Beinprothese trägt ja das Gewicht, zumindest die Hälfte des Gewichts des menschlichen Körpers, je nachdem, wo die Amputation ist, also wird auf jeden Fall sehr stark belastet und muss ein gewisses Gewicht tragen. Und wir wissen, dass eine der zentralen Anforderungen an Prothesen allgemein ist natürlich die Wearability oder die Bequemlichkeit der Wearability. Ja. Und deshalb kommt der Entwicklung von Sockets, ja, also von diesen verbindenden Elementen, die eine Prothese zum menschlichen Körper, die eine Prothese mit dem menschlichen Körper verbinden, eine zentrale Rolle zu. Ja. Und man sieht hier unterschiedliche Typen von Sockets, natürlich in Abhängigkeit von der Level der Amputation oder von der Position, wo die Amputation stattgefunden hat. Und natürlich unterschiedliche Parameter können gemessen werden mit Hilfe von Sensorik, die auf dem Socket bzw. auf der Prothese angebracht
sind. Und das können natürlich Sensoren oder Elemente, mit denen man die Steifigkeit eines Gelenks, die Drehmomente, die Kräfte, die Position eines Gelenks, es können natürlich EMG-Sensoren, die Muskelaktivitäten messen, oder Kraftsensoren bzw. AMU-Sensoren, die die Position oder die Lage der Prothese im Raum auch bestimmen. Und bevor wir jetzt hier darauf eingehen, kurz zu den unterschiedlichen Mobilitätsgrade, die man hier auf dem Gebiet unterscheidet. Einmal Mobilitätsgrad 1, das heißt Indoor Walker, also ein Patient oder eine Person, die in der Lage ist, mit Hilfe der Prothese so Transferoperationen, also sitzen, aufstehen, ein paar Schritte machen mit einer kleinen Geschwindigkeit auf einem ebenen Terrain. Und man kann sich vorstellen, dass aufgrund von diesen Situationen oder von dem Zustand des Benutzers, dass die Zeit bzw. die Distanz, die man zurücklegen kann mit dieser mit so einer Art mit einer Prothese und so einer Art von Mobilitätsgrad sehr limitiert ist. Der zweite Mobilitätsgrad ist restricted, eingeschränkter Outdoor-Läufer. Ja, das heißt, die Person hat die Fähigkeit und das Potenzial, sich zu bewegen, langsam mit einer Prothese und auch bestimmte Herausforderungen wie einzelne Treppen zu meistern. Und auch hier hat man eine limitierte Menge oder ist man limitiert bezüglich die Zeit bzw. die Distanz, die man mit einer Prothese zurücklegen kann. Der dritte Mobilitätsgrad ist Unrestricted Outdoor Walker. Das heißt, man kann mit einem variablen Rhythmus laufen. Man kann auch Barrieren der Umgebung meistern, also Treppen und Ähnliches und schiefe Ebenen. Man kann sich in einer offenen Area bewegen und natürlich hier die Zeit bzw. die Distanz, die man mit einer Prothese zurücklegen kann, ist ähnlich zu dem, was eine gesunde Person machen kann. Und der vierte Mobilitätsgrad ist Unrestricted Outdoor Walker mit besonderen Anforderungen. Ja, das heißt, natürlich kann man sich outdoor bewegen, wie bei MG3, unlimitiert, was Zeit bzw. was Distanz, und man kann vielleicht rennen. Das heißt, man hat hier Anforderungen bezüglich Stoß, Zug und Torsionskräfte bzw. Spannungen, die hier auftreten. Und Zeit bzw. Laufdistanz ist sehr ähnlich zu einer gesunden, sogar auch sportlichen Person. Und womit beschäftigt man sich hier auf diesem Gebiet der Beinprothesen? Man beschäftigt sich mit unterschiedlichen Aspekten. Vieles davon ist auch ähnlich zu Handprothesen, wie zum Beispiel Erkennung der Intention des Menschen, die Erkennung oder Klassifikation der Laufphase, wenn wir über diesen Laufzyklus, den wir kennengelernt haben, denken. Natürlich aktuierte Prothesen hier, mit denen man schwere Umgebungen oder Situationen meistern kann, wie Treppen und Hänge, also schiefe Ebenen und Variationen davon. Aber auch, wie kann man ein Laufverhalten mit so einer Handprothese realisieren, die ähnlich zum menschlichen Verhalten ist, und wie kann man Energie speichern, ja? Oder energieeffizient sein. Und das sind so die Aspekte, die wir kennengelernt haben, wo man seriell elastische Aktuatoren bzw. parallel elastische Aktuatoren einsetzt, um Spitzenmomente bzw. Spitzenenergien, die notwendig sind, in den unterschiedlichen Gelenken der unteren Extremitäten zu reduzieren. Aber was ganz wichtig ist und hier tatsächlich entscheidend für die Akzeptanz von diesen Beinprothesen, ist die Bequemlichkeit von der Prothese. Und diese Bequemlichkeit, die hängt natürlich sehr eng zusammen mit der Kraftübertragung zwischen dem
verbleibenden Segment, ja, also Oberschenkel, Unterschenkel, je nachdem, wo die Amputation stattgefunden hat oder durchgeführt wurde, und der Prothese. Und das führt natürlich zu dem Thema der Sockets. Ja, also wie kann man Sockets entwickeln, also mechanische Schnittstellen, die eine Prothese mit dem menschlichen, eine Prothese der unteren Extremität mit dem menschlichen Körper hier verwendet. Und da werden wir hier ein bisschen das Thema kurz behandeln und schauen, wie dieser Prozess überhaupt passiert. Und natürlich so ein Socket muss den Stumpf enthalten, umfassen und aber auch schützen und nicht verletzen, also durch Scherkräfte und so weiter und so fort. Aber auch muss natürlich die komplette Belastung zu der Prothese bzw. übertragen und zum Beispiel Bodenreaktionskräfte mildern und deren Effekte so wenig wie möglich in den menschlichen Körper auf den menschlichen Körper einwirken lassen. Das heißt, die zentralen Anforderungen sind hier, dass man ein sehr gutes Fitting, das muss einfach sitzen, das muss passen. Und das natürlich und man kann nicht so etwas ganz Weiches nehmen, weil wenn man jetzt etwas ganz Weiches nimmt, dann kann man sich ganz leicht vorstellen, dass man hier keine Kräfte, also die Übertragung von Kräften bzw. Momenten nicht perfekt ist. Natürlich muss das Ganze sicher sein, also safe vor den Menschen und auch keine Nebenwirkungen auf zum Beispiel Blutzirkulation im menschlichen Körper haben. Und wie hat man das gemacht? Man hat das gemacht zum Beispiel, indem man so negative Modelle, Gipsmodelle, da sieht man hier jetzt die klassische Integration Definition Function Modeling Diagramm für das traditionelle Design bzw. auch Herstellung von Sockets für die Beinprothesen. Also man bereitet einen negativen Abdruck sozusagen, ja, und dann realisiert einen positiven, also zum Beispiel Gipsabdruck war es in der Vergangenheit, dann realisiert den positiven Socket hier und dann kriegt man so eine erste Version von dem Socket. Das nennt man auch Check Socket, also etwas, womit man prüfen kann, ob das gut ist oder nicht. Und dann führt man Experimente hier an den Patienten und natürlich in dieser Schleife adaptiert man immer wieder. Und wenn alles okay ist, bildet man hier den definitiven Socket, der tatsächlich dann eingesetzt wird und mit der Prothese im normalen Alltag verwendet wird. So, das heißt, die Vorgehensweise, man hat einen Orthopädie-Techniker, ja, der begleitet diesen Prozess, das heißt, das Bilden von diesem Check-Socket. Und die Durchführung von den ersten Tests mit den Patienten oder mit den Trägern und dann anschließend das Bilden und die Herstellung von einem definitiven Socket, was man herstellt und was man einsetzt. Naja, die Fortschritte in den Materialwissenschaften bzw. 3D-Herstellungstechnologien ermöglichen uns öffnen andere Möglichkeiten, und zwar zur Personalisierung von diesen Sockets. Da sieht man hier ein sehr interessantes, bekanntes Beispiel hier, wie man prothetische Sockets mit variabler Impedanz für transtibiale Amputationen realisiert, also Amputationen unterhalb der Knie. Und was man hier macht, man scannt die verbleibenden Segmente oder verbleibenden Teile, also eigentlich den Bereich, wo jetzt der Socket hier angebracht werden soll. Das wäre jetzt hier bei Amputation zum Beispiel unterhalb der Knie. Das heißt, Kniebereich würde man hier mit einem 3D-Scanner
scannen, um so ein geometrisches Modell, so das, was wir in der Robotik machen. Wir scannen Objekte zum Beispiel, um sie zu greifen. Es gibt sehr genaue 3D-Scanner, die tatsächlich perfekte Modelle hier erzeugen. Und dann zusätzlich macht man einen Magnetikresonanz-Scan, also MRI-Scan von dem Glied, um eine Schätzung zu machen, beziehungsweise eine Karte von der Steifigkeit des Körpers, beziehungsweise der Elemente, also Gewebe, beziehungsweise Strukturen, wo tatsächlich dieses prosthetische Socket angebracht werden soll. Und man sieht hier, wenn man die zwei miteinander kombiniert, das Modell, ja, und dann diese MRI-Scans, da kann man den Abstand zwischen Knochen und der Oberfläche hier von zum Beispiel von diesem Bein messen. Und kann man sagen, okay, also die Regionen, wo der Knochen sehr nah ist an der Oberfläche, sind hier rot dargestellt. Man sieht hier zum Beispiel diesen Bereich hier. Also rot heißt die Tiefe vom Knochen ist maximal und grün bedeutet, dass der Knochen ist sehr weit weg von der Oberfläche. Ja? Das ist klar, also hier der Knochen, also hier in dem Bereich ist alles grün, beziehungsweise in dem Bereich hier ist es rot, weil der Knochen sehr, sehr nah an der Oberfläche ist. Und diese Information nutzt man jetzt, um unterschiedliche Materialien an unterschiedlichen Stellen im Socket zu realisieren, um also Materialien unterschiedlicher Steifigkeit in diesen unterschiedlichen Steifen bzw. Softregionen vorzusehen bzw. Zu realisieren, mit der Hoffnung natürlich, dass das zu einer höheren Bequemlichkeit und Akzeptanz vom Benutzer führt. Und natürlich hier muss man sich fragen, ja, welche Materialien kommen in Frage. Also man muss so eine Abbildung zwischen dieser Knochengewebetiefe, also wie weit ist der Knochen von der Oberfläche zu Materialeigenschaften, also zu Steifigkeiten der einzusetzenden Materialien und mit Hilfe von hier dieser Gleichung, die man sieht hier, wo Y ist der Elastizitätsmodul oder Youngs Modul von den Materialien. Und X ist die Tiefe, also wie weit ist eigentlich der Knochen von der Oberfläche, kann man auf diese Art und Weise Materialien bestimmter Steifigkeit oder Elastizität realisieren, beziehungsweise hier für die Herstellung von dem Socket vorsehen. Und da sieht man hier ein Beispiel, also welche Materialien hier eingesetzt werden, mit welcher Steifigkeiten. Und da bekommt man so ein Socket mit unterschiedlichen, also mit Bereichen, die dann unterschiedlich steif sind. Und nun will man sehen, ob damit man bessere Ergebnisse erzielt als so klassische gipsbasierte oder andere, also traditionelle Methoden zur Herstellung von diesen Sockets. Hier ein Versuch mit einer einzigen Person, wahrscheinlich die Person, die tatsächlich auch diese Arbeit publiziert hat, von Herr hier, der das an sich selber hier durchgeführt hat, 70 Kilogramm, laufen 5 Meter und dann die Schnittstelle war, dass man hier den Druck gemessen hat zwischen dem Socket und dem Körperteil, also dem Bein hier und dann die Bodenreaktionskräfte über Kraftmessplatten, über die dann der Benutzer läuft und man hat verglichen einmal diese Druckinformation, man sieht hier die Kraftsensoren oder Drucksensoren, die auf dem Bein hier platziert wurden, auf dem restlichen Bein, beziehungsweise hier, wenn dieses Bein jetzt hier in diesem entwickelten Socket reingehen und die Ergebnisse zeigen, dass diese Interaktionskräfte oder der Druck an den Interaktionsschritten, dargestellt hier jetzt in der Standphase,
um 15 bis 17% am Kopf von der Fibula, beziehungsweise 7 bis 8% an der Tibia-Region reduziert werden kann. Blau, das ist der Druck in Kilobar und das ist die Region von der Tibula, von der Tibula-Kopf. Man sieht hier, blau ist der konventionell, ein Socket, was konventionell hergestellt wurde, und rot ist ein Socket mit einer variablen Impedanz, also unterschiedliche Steifigkeiten an unterschiedlichen Stellen in Abhängigkeit von Abstand vom Knochen zur Oberfläche. Das heißt, wie viel Gewebe eigentlich zwischen Knochen und Oberfläche noch vorhanden ist. Und da sieht man das gleiche Ergebnis hier für das Tibia-Region. Auch natürlich der Druck ist viel kleiner als bei einer konventionellen Prothese. Noch genauer sind die Ergebnisse hier dargestellt, und zwar das ist hier der Druck, und man sieht hier, blau ist ist der Socket mit der variablen Impedanz, also mit dieser 3D-Drucktechnologie in unterschiedlichen Steifigkeiten an unterschiedlichen Stellen. Und rot ist ein konventioneller Socket. Ja, und man sieht hier, dass man hier bei 30% vom Laufzyklus hier eine Reduktion von 17% beziehungsweise bei 75% vom Laufzyklus eine Reduktion der Peak, also der Spitzenwerte des Drucks hier um 15% hat. Das Gleiche sieht man auch in der Tibia-Region. Blau ist nochmal der Socket mit der variablen Impedanz und rot ist konventionell. Und man sieht hier eine Reduktion von 8% in der Standphase bei 30% vom Laufzyklus, beziehungsweise 7% auch in der Standphase, also bei 80% hier vom Laufzyklus. So, das heißt, es bringt unglaublich viel und ich erwarte, dass natürlich diese Arten von Fertigungstechnologien, also 3D-Drucken und die Kombinationen von oder die Herstellung von Sockets variabler Impedanz einen Beitrag zur Bequemlichkeit bzw. zur Akzeptanz von Beinprothesen also beitragen wird, ja. So, nun gibt es auch die Frage, ja, wie bringt man eigentlich die Prothese an? Also wie interfaziert man die Prothese physikalisch? Also soll die Prothese direkt hier, also sieht man hier zum Beispiel direkt diese Prothese hier unter dem Oberschenkel, oder soll die Prothese ein bisschen nach unten, nach hinten verschoben sein oder nach vorne verschoben sein? Und das ist sehr stark oder hängt sehr stark von diesem Mobility-Grad oder der Benutzer, die wir vorher kennengelernt haben. Also zum Beispiel Nutzer der Mobility-Grad 1, wird diese Prothese oder ist es empfehlenswert, diese Prothesen posteriori, also relativ posteriori durchzuführen. Also man sieht hier, dass die Prothese ein bisschen nach vorne hier geht. Das würde für mehr Stabilität führen bei Personen, die nicht so, also die stark eingeschränkt sind in Mobilität, beziehungsweise anteriori bei Personen, die viel mehr können. Ja, weil das würde ja hier die Flexionsbewegung vom Knie vereinfachen. Und im anderen Fall bei MG1 würde das zu einer mehr Stabilität führen, dass die Prothese ein bisschen nach vorne ist im Vergleich zu der Achse hier, zu der Kraftachse, sodass hier die Stabilität erhöht wird. Das ist in der sagittalen Ebene. Ähnlich in der frontalen Ebene muss man sich Gedanken darüber machen, wie praktisch die Prothese ausgerichtet werden soll. Also jetzt hier am Kniegelenk, die Beispiele, die wir haben. Und da sieht man hier die unterschiedlichen Varianten. Das Ganze ist ganz schön beschrieben in dieser Publikation, und wo man zeigt anhand auch von Experimenten, dass die laterale bzw. die mediale für bestimmte Gruppen unterschiedlicher Mobilitätsgrade besser geeignet sind als eine komplette Ausrichtung direkt vertikal unterhalb von dem Schenkel. Ja.
So, heutzutage werden viele Prothesen, auch Handprothesen, 3D gedruckt, auch mit Laser-Center-Technologien. Da sieht man hier auch Beispiele. Das heißt, das würde natürlich ermöglichen oder erlauben, dass man die Prothesen auch hier auf den jeweiligen Benutzer personalisiert bzw. anpasst. Ja, ähnliche Arbeiten zu denen, die wir vorher gesehen haben, zu dem Socket mit der variablen Impedanz. So, es gibt auch 3D gedruckte Fußprothesen, wie man hier sieht, auch mit variabler Steifigkeit. Das ist sehr wichtig. Wir haben ja darüber, wir haben auch gesagt, dass vielleicht eine Prothese der unteren Extremität den Steifigkeits- oder Nachgiebigkeitsraum des menschlichen Körpers, also auch Fuß und Bein, nachbilden, matchen soll, damit wir keine Mikro- oder Makro-Misalignment hier bekommen. Das heißt, hier sieht man unterschiedliche Designprinzipien von solchen Fußprothesen, wo man die Geometrie dann natürlich im CAD verarbeitet, eine finite Elemente-Analyse durchführt und dann anschließend die Topologie-Optimierung, Auswahl der unterschiedlichen Materialien. Und da sieht man hier unterschiedliche Formen der resultierenden Prothesen mit Materialien entsprechender Elastizitätsmoduli oder mit entsprechenden Eigenschaften allgemein. Und das wurde jetzt hier getestet, zum Beispiel dieser prothetische Fuß in solchen Experimenten. Und da sieht man, dass diese 3D gedruckte oder lasergesinterte Prothesen vergleichbare Performance zu Fußprothesen, die in Carbonfaser hergestellt wurden. Also da sieht man hier kaum Unterschiede in den Diagrammen und sieht man hier, dass die Abweichungen immer innerhalb von einem 2% Toleranzbereich von der Carbonfaser, also der Vergleich zwischen dieser gedruckten bzw. aus Carbonfaser hergestellten Prothesen, dass die Abweichungen immer innerhalb von diesem 2% Toleranzbereich liegen. Das heißt, diese Technologien, die sind sehr wichtig, beziehungsweise von der Performance oder von den Eigenschaften her sehr ähnlich sind zu dem Besten, was man momentan auf dem Gebiet hier machen kann. So, nun gehen wir zum letzten Teil hier von dem Kapitel. Und zwar, wir wollen einige Beispiele von Beinprothesen kennenlernen. Und ich werde hier jetzt nicht auf die technischen Details eingehen, sondern euch kurz hier zeigen, wie sehen die unterschiedlichen Beispiele oder die unterschiedlichen Typen aus und welche Realisierungen davon existieren in der Forschung beziehungsweise auch als kommerzielle Systeme. Das erste hier für eine passive Prothese von 2014 hier Woke Mesh, ja, und da sieht man hier diese Prothese, das ist für eine Oberknieamputation, also im Bereich 6 hier. Und da kann man eigentlich vieles erkennen. Natürlich Mechanik, das ist der Fuß, das ist hier Unterschenkel. Und da sieht man hier ein Federdämpfersystem. Das sind ja keine Motoren hier, sondern wie bereits erwähnt wurde, das sind hier Systeme, die wirklich den Benutzer nur entlasten. Also wie die Hook-Prothese. Ja, die Hook-Handprothese, die wir kennengelernt haben, keine Motoren. Hier kann man den Benutzer unterstützen als Stützfunktionalität. Und die unterschiedlichen Möglichkeiten, die man sieht, also es ist eine passive Prothese, die unterschiedlichen Teile von dieser Prothese sind auf der einen Seite ein Bereich C, das ist der Linkage-Mechanismus, wie man sieht hier. Da sieht man hier, da gibt es ja irgendwelche Feder und man kann sich vorstellen, oder wir wissen, Feder sind ganz toll, die können Energie speichern und wieder geben. Und vielleicht, wenn man das geschickt macht, kann man die Energie, die man in der einen Phase beim Laufen
zum Beispiel erzeugt, die ein bestimmtes Gelenk erzeugt, in die sie Feder speichern und dann in der anderen Phase, wo diese Energie gebraucht, wieder einsetzen. Ja, vielleicht auch von einem anderen Gelenk, wenn man so biartikulierte Mechanismen auch realisieren könnte oder kann. Dann haben wir einen beweglichen, elastischen Teil, das ist dieses C2. Und der Ansatzpunkt von C2 am Fuß, der ist verschiebbar, wie wir gleich sehen werden. Das ist sehr vorteilhaft während der unterschiedlichen Phasen des Laufens, um Energie zu speichern, um Fuß zu stabilisieren und Ähnliches. Und dann ein dritter Teil hier, was tatsächlich für das Sprunggelenk verantwortlich ist. Und man sieht hier auch wiederum eine Feder zwischen diesen zwei Punkten P4 und P3, ja? P4 und P5. Und das sind hier vielleicht die Vorgehensweise, also C1, der Bereich hier koppelt natürlich Knie mit Sprunggelenk und kann Energie transferieren zwischen diesen beiden Gelenken während der Push-Off-Phase, ja, des Laufens. Und natürlich hält ja die kinematischen Beziehungen zwischen Knie und Sprung während dieser Phase auch konstant, beziehungsweise so, wie sie sein sollen. Der zweite Teil koppelt den Oberschenkel mit dem Unterschenkel. Ja? Und man sieht hier, also schwarz ist der Oberschenkel, und da sieht man hier, dass wenn man hier ein elastisches Element, um natürliche Momentumprofile am Kniegelenk zu erzeugen. Und diese Position, wo tatsächlich diese Feder hier fixiert ist, ändert sich während des Laufens. Ja? Also das sind hier die unterschiedlichen Phasen des Laufens, und man sieht hier, einmal hier ist die Position hier, einmal ist es hier bei 2, bei 3 ist an einer anderen Stelle, bei 4 wiederum am Ende und so weiter und so fort. Das heißt, man hat ja unterschiedliche Punkte, wo diese Feder positioniert wird, und zwar in den unterschiedlichen Phasen der Bewegung, damit man zum Beispiel den Fuß hier festhält und der Fuß nicht und mehr Stabilität hat, beziehungsweise damit man Energie speichert und wieder einsetzt. So, der dritte Teil verbindet den Unterschenkel mit dem Fuß, ja, und das ist nur aktiv in der Standphase, ja, absorbiert Energie in der Standphase und gibt diese Energie wieder in der Push-off-Situation, ja. Und diese Prothese, die wurde getestet, da sieht man hier ein Socket eigentlich, was man entwickelt hat, damit gesunde Personen auch diese Prothese testen können. Also bei der Handprothese hat man auch ein Socket, und wo eine gesunde Person mit der Handprothese Objekte gegriffen hat, hier ähnlich so ein Socket für gesunde Personen, und das ist die Prothese, die man, diese passive Walkmesh-Prothese. Und da sieht man hier ein paar Ergebnisse, also die zeigen mehr oder weniger, dass dieser Energietransfer durch diese Federmechanismen nahezu natürliche Plantarflexion vom Sprunggelenk während der Push-Off-Phase ermöglicht. Und man sieht natürlich hier, dass es gewisse Abweichungen der Kinematik vom Sprunggelenk von einem natürlichen von dem natürlichen Verhalten von einer Person, von einer gesunden Person. Also sieht man hier eine gesunde Person mit der Prothese in diesem speziellen Socket. Rot ist die Person, amputierte Person mit der Prothese, und das natürliche Laufen ist dieses hell durchgezogene. Und da gibt es natürlich gewisse Abweichungen, aber das ist ja auch, sieht man auch hier in dem Beispiel, dass man hier höhere Bodenreaktion, also Peaks der Bodenreaktionskräfte, natürlich aufgrund von diesem Rauschen, was durch die Bewegung von den Federn zustande kommt. Auch das Verändern der
Verändern der Position der Feder im Fuß, also in C2, was wir gesehen haben, würde natürlich dazu führen, dass man hier diese Unterschiede sieht. Aber wie man sieht hier, der Energietransfer funktioniert, ja, das heißt, die Energie wird gespeichert in einer sehr kleinen Periode, also hier in diesem Zeitintervall, also das ist während der Standphase, aufgrund von diesem C2-Element. Und man sieht hier, dass man hier höhere Peaks der Leistung in der Push-Off und natürlich eine schnellere Generierung der Energie hier auch erreichen kann. So, das zweite Beispiel, semi-aktive Prothesen. Das heißt Prothesen, also bei der anderen Prothese, das sind nur bei der passiven Prothese, das sind nur mechanische Konzepte, überhaupt kein aktives Einwirken von irgendeinem Motor. Bei den semi-aktiven hat man hier die Möglichkeit, dass man bestimmte Eigenschaften von der Prothese, zum Beispiel Steifigkeit von der Prothese an verschiedenen Stellen mithilfe von einem kleinen Motor anpasst. Ja, also beispielsweise, wenn man die Prothese nutzen will für Laufen, normales Laufen auf ebenem Gelände oder für Treppen hoch und runter steigen, da ist natürlich diese Adaption notwendig. Und da gibt es viele von kommerziell verfügbaren Beinprothesen, die nach dem Prinzip arbeiten. Das heißt, ein kleiner Motor, der nicht so viel Energie braucht, mit dem kann man bestimmte Eigenschaften der Prothese verändern und hat man natürlich oder bietet dem Nutzer mehr Möglichkeiten und dann hat man eine Prothese, die nicht nur eine kleine Unterstützung, sondern eine größere Unterstützung liefert, beziehungsweise die sich besser adaptiert an unterschiedlichen Situationen bzw. Kontext. So, und da sieht man hier ein Beispiel. Wir wissen natürlich aus dem vorigen Kapitel, dass wir die Peaks der Leistung beim Laufen im Knie bzw. im Sprunggelenk, die sind die wir haben ja Peaks, wo viel Energie benötigt wird, aber die tauchen nicht, die sind nicht immer zum gleichen Zeitpunkt, aber auch die Energiegenerierung, die in den einzelnen Gelenken, die ist auch nicht in den gleichen Phasen, sondern man muss eigentlich diese Energie, die man vielleicht die durch Bewegung des Körpers generiert werden kann in den unterschiedlichen Gelenken, speichern und in anderen Phasen für das gleiche Gelenk bzw. für andere Gelenke einsetzen. Und da will ich hier auf ein Beispiel hier kurz eingehen, also eine hydraulische semi-aktive Knieprothese. Man sieht hier der hydraulische Schaltkreis für ein Knie-Sprunggelenk-Prothese, die in diesem Paper hier beschrieben wird. Und wo man natürlich die entsprechenden Ventile und Dämpfer und so weiter und so fort vorsehen muss, damit das überhaupt funktioniert. Wie gesagt, auf die Details will ich nicht eingehen. Die Leute, die Interesse haben, die können das Paper hier nachlesen. Ich will ein Beispiel zu aktiven Prothesen hier nur bringen, und zwar ein Beispiel aus einem EU-Forschungsprojekt, CyberLegs-Projekt, wo man hier eine aktive Prothese für Amputationen überhalb vom Knie hat. Ja, da sieht man hier das Beispiel, und diese CyberLeg Alpha Version der Prothese. Die geht natürlich von diesen grundlegenden Annahmen bzw. Erkenntnissen, die man beim Laufen oder über das menschliche Laufen hat. Wir wissen, dass wir zum Beispiel im Kniegelenk, im Sprunggelenk so 18 Joule pro Schritt
Bild brauchen, also müssen wir generieren. Und da helfen seriell elastische Aktuatoren, also serielle Feder, um diesen Energiepeak zu reduzieren. Wir wissen, dass wir das Knie auch 13 Joule pro Schritt abgibt oder erzeugen, abgeben kann. Das heißt, wir müssen hier nach Strategien suchen, mit denen wir Energie speichern, und zwar vom Knie und dann vielleicht transferieren zum Sprunggelenk, ja. Damit wir das passt nicht komplett, also wir haben hier 13 und 18, aber immerhin kann man Energie, die durch die Eigenbewegung erzeugt wird, nutzen, um natürlich den Energiebedarf insgesamt von so einer aktiven Prothese zu reduzieren. Und da hat man hier ein Konzept, also man sieht hier einen Mechanismus, das ist der Fuß, das ist so ein Umschalter mehr oder weniger, der für diesen Energietransfer zwischen den unterschiedlichen Gelenken hier sorgt. Und der besteht aus drei passiven Komponenten, also das Knie besteht aus drei passiven Komponenten jetzt zunächst mal. Einmal ein Baseline Spring, ja, also da sieht man hier ein Baseline Spring, das ist hier in der Basis. Dann ein Weight Acceptance Spring, ja, also ohne diese Federmechanismen würde man natürlich so eine komplett aktuierte aktive Prothese nicht realisieren können. Das heißt, hier haben wir sehr kleine Federkonstante. Hier haben wir die Möglichkeit, dass wir Bewegungen dämpfen während der Standphase und somit Energie im Sprunggelenk speichern. Und dann ein Mechanismus für Energietransfer. Eine Ratsche, ja, für Energietransfer, die hat natürlich eine Verbindung zu diesem Weight Acceptance Spring von vorher und die kann umgeschaltet werden mit Hilfe von einem Hebel, was diese Ratsche lockt bzw. entlockt. Und wenn das on ist, ja, dann hat man praktisch ein Kabel zum Sprunggelenk, kann hier nicht bewegt werden. Das heißt, die Feder wird zusammengedrückt und somit Energie gespeichert. Und in dem anderen Zustand, die Feder ist nicht vorgeladen, also vorbelastet und auf die Art und Weise kann man natürlich hier, das ist nochmal hier dargestellt, in dieser Locked-Position. Man sieht hier, wie diese Ratsche hier in dieser Position, das ist gelockt, das heißt, die Feder hier in dieser Position. Und wenn das Ganze entlockt ist, hat man natürlich hier, bewegt sich das Ganze. Ja, also, das ist diese Kabel, der die zwei Sachen miteinander hier verbindet. Aber die Details, die könnt ihr in dem Paper hier nachlesen. So, man hat anhand von Experimenten auch nachgewiesen, dass der Energietransfer hier funktioniert. Das heißt, die Transfer von gespeicherter Energie zum Kniegelenk in der Push-Off-Phase. Und man hat auch hier festgestellt, dass WA und PL bringen nicht so viel, also bringen keine entscheidenden Drehmomente für die Push-Off-Phase. Und natürlich der Energietransfermechanismus ist in Richtung Sprunggelenk, also dass man tatsächlich diese großen Energien, die man braucht, im Sprunggelenk hier auf diese Art und Weise realisiert. So, das ist der Mechanismus. Natürlich gibt es Aktuatoren, weil das eine aktive Prothese und hier wird ein Aktuator mit variabler Steifigkeit eingesetzt. Das sind hier die Daten. Man kann hier
wie es hier steht, mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 1 Meter pro Sekunde, und die Gesamt und dieser Motor sorgt dafür, oder das komplette Gewicht inklusive Motor von der Prothese liegt bei ungefähr 5 Kilogramm. Und die maximalen Drehmomente im Sprunggelenk, ja, die hierdurch erreicht werden, die liegen bei 130 Newtonmeter. So, das ist wie gesagt eine Forschungsprothese für untere Extremität, also Forschung Sprunggelenkprothese. Es gibt natürlich aktive, kommerziell verfügbare Prothesen. Da sieht man hier ein paar Systeme, also einmal Power Knee, einmal hier von USOR. Und das sind hier die Daten. Das ist ein linearer Aktuator für das Kniegelenk, was so Kräfte von 500 bis 2200 Newton realisieren kann. Man kann damit so, also ist kann ausgelegt werden für Personen mit einem Gewicht bis 165 Kilogramm. Gewicht von der kompletten Knieprothese liegt bei etwa 3 Kilogramm inklusive Batterie. Und natürlich ermöglicht Patienten bzw. Nutzer, dass sie schwierige Situationen, also auch Treppensteigen, hier mit dieser aktiven USOR Power Knee Prothese. Natürlich ist das kostet eine ganze Menge von Geld, aber das ist, wie ich bereits erwähnt habe, eine Sache, die man nicht so privat als Nutzer bezahlt, sondern das sind Sachen, die von der Krankenkassen bzw. Versorgungshäuser, also letztendlich vom Gesundheitssystem hier übernommen werden. So, es gibt eine weitere aktive Knie- oder Sprunggelenk-Fußprothese, auch von Herr. Mit dem haben wir heute vorher in den Folien mit dem variablen Socket kennengelernt. Und da sieht man hier eine aktive Prothese, die kombiniert natürlich elegantes Design von einem Fuß hier, elegantes Design hier, einem Fuß mit so natürlich einem Motor, das ist ein Linear-Aktuator mit Blattfeder, und nochmal zusätzliche Compliance hier zwischen Fuß und Sprunggelenk durch diese Art der Konstruktion, wiegt ungefähr 2 Kilogramm inklusive Batterie und ermöglicht hier eine Laufgeschwindigkeit von 1,75 Meter pro Sekunde. Hier ein paar Untersuchungen, die zeigen auf der einen Seite die Geschwindigkeit, also die Laufgeschwindigkeit mit dieser Prothese, und einmal hier die metabolischen Kosten. Und zwar einmal für diese bionische Prothese, das ist blau, und da sieht man hier, dass die bevorzugte Laufgeschwindigkeit sogar größer ist als eine nicht amputierte Person, ja, also minimal größer. Blau sieht man hier auch die metabolische Kosten, die metabolischen Kosten, also in Joule Newtonmeter pro Newtonmeter. Und da sieht man hier, dass diese metabolischen Kosten von dieser bionischen Prothese zwischen einer nicht amputierten Person und einer Person mit einer passiven elastischen Prothese, ja, also die passive elastische Prothese, da kann man damit nicht so schnell laufen wie mit dieser bionischen Prothese. Dann gibt es vielleicht eine semi-aktive Prothese von Otto Bock, auch für Amputationen überhalb vom Knie, auch kommerziell verfügbar. Und die kombiniert tatsächlich eine ganze Menge von Funktionalitäten. Die ist extrem robust, auch gegen Wasser zum Beispiel, also waterproof, hat einen schützende Hülle.
Die hat auch IMUs als Sensoren, um zum Beispiel die Lage der Prothese im Raum detektieren zu können. Das ist sehr wichtig für die Realisierung von kontextsensitiver Steuerung für solchen Prothesen und ermöglicht auch ein induktives Aufladen von den Batterien. Vielleicht eine der am weitesten fortgeschrittensten Prothesen, ja, also Walk-to-Run-Funktion, wie man sieht, hier implementiert. Rückwärts laufen kann man damit realisieren, laufen unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Schrittlängen oder Weiten und auch ein mehr natürliches Laufen, ja, also dass man zum Beispiel mit gestrecktem Fuß, mit gestrecktem Knie hier Heel-off Ground Contact. Ganz kurz ein Beispiel, was diese Prothese tatsächlich machen kann, damit man so einen Eindruck davon hat, was der aktuelle Stand ist und inwieweit werden diese Prothesen heutzutage eingesetzt. Also das ist natürlich Mobilitätsgrad 4. Die Person, die hier diese Prothese hat, Genium X3. Und klar, natürlich ein bisschen Werbevideo hier aus der Webseite. Aber man sieht hier, dass die Person in der Lage ist, über schwieriges Gelände hier fast natürlich zu laufen, ja, auch schiefe Ebenen beziehungsweise sehr komplexe Aktivitäten, wie man sieht, hier Treppen steigen, Fahrradfahren und viel mehr. Genau, und sogar laufen, beziehungsweise nicht nur laufen, sondern auch rennen und springen. Also man muss sich natürlich hier vorstellen, dass jetzt auch der Socket hier genial sein muss, damit diese Kräfte, die beim Aufprallen auf dem Boden bei dieser Sprungbewegung vom Körper kompensiert werden, beziehungsweise den Körper nicht stark entlasten. Und das Ganze waterproof, wie man hier sieht. Also man kann sogar ins Wasser hier springen und damit auch schwimmen beziehungsweise im Wasser hier laufen. Genau, nichtsdestotrotz bleibt das ein großes Forschungsthema. Wir sind noch sehr weit entfernt von einem natürlichen Laufen mit Beinprothesen. Beinprothesen, die wirklich diese Lauffähigkeit und diese vielseitige Lauffähigkeit, unterschiedlichem Terrain, unterschiedlichen Geschwindigkeiten, unterschiedliche Körpergewichte, wo der Benutzer auch so entlastet, auch entlastet ist bei der Anwendung oder bei der Durchführung der eigenen Aktivitäten, also ähnlich zu diesen semi-autonomen Steuerungen beim Greifen, braucht man hier kontextsensitive Steuerungen, die zum Beispiel Terrainbeschaffenheit erkennt, aktueller Zustand des Benutzers und dann basierend auf multimodale Informationen eine Adaption der Steifigkeit bzw. Adaption der Geschwindigkeit und so weiter und so fort durchführt. Bei aktiven Prothesen bleibt die Energieversorgung nach wie vor ein großes Problem, also aktive Prothesen, die vielseitig sind und dem Nutzer natürlich viel mehr erlauben, brauchen mehr Energie und beziehungsweise größere Batterien. Und diese Batterien, die dürfen aber nicht schwer werden. Und deshalb ist natürlich hier das Thema nach wie vor ein großes Thema. Vielleicht ist die Kombination von neuen Batterietechnologien mit semiaktiven Prothesen, also wo man wirklich die Energie vom eigenen Körper wieder nutzt, um bestimmte Spitzenwerte von Drehmoment bzw. Energie beim Laufen zu kompensieren bzw. zu reduzieren. Wobei, da kann man noch nicht viel tatsächlich rückgewinnen. Also man könnte sich sogar sich Gedanken darüber machen, so
Energy Harvesting aus den eigenen Bewegungen des Menschen zu realisieren und diese Energie für die Steuerung von Beinprothesen einzusetzen, aber viel kann man damit noch nicht erreichen, zumindest aus heutiger Sicht. Und nicht zuletzt, was für die Realisierung von einer kontextsensitiven Steuerung von Beinprothesen, die natürliche Bewegungen ermöglicht, beziehungsweise intuitive Steuerung vereinfacht und den Benutzer entlastet. Da sind hier eine ganze Menge von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Erkennung von Situationen, Bewegungszustand des Benutzers, aber auch Intention des Benutzers. So, damit haben wir auch die Beinprothesen hier. Wir haben die unterschiedlich behandelt, beziehungsweise wollen wir abschließen. Wir haben ja die unterschiedlichen Levels der Aktuierung kennengelernt, die unterschiedlichen Positionen der Amputation und wir haben uns auch eine ganz wichtige Frage im Kontext von Beinprothesen hier angeschaut, und zwar die Realisierung von neuartigen Sockets, die Beinprothesen mit dem menschlichen Körper verbinden, insbesondere Sockets mit variabler Steifigkeit mit Hilfe von 3D-Drucktechnologien und einige Beispiele zu passiven, semiaktiven und aktiven Beinprothesen. Somit schließen wir auch das ganze Kapitel ab. Das sind hier die Literaturangaben für die Beinprothesen. Und wir werden dann das nächste Mal mit dem Thema der Schnittstellen des menschlichen Körpers, insbesondere mit dem Thema Body Schema, also Körperschema, also wie werden diese Prothesen, Hand- bzw. Beinprothesen in die eigene Repräsentation des Körperschemas beim Menschen integriert oder assimiliert und wie viel davon kann man benutzen bzw. benutzt man heutzutage im Kontext von im Kontext der Robotik bzw. von Hand- oder Beinprothesen. Ich wünsche euch dann eine schöne Woche und wir sehen uns das nächste Mal.